Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Infected. So, wir sind jetzt gerade unterwegs und besorgen noch mal ein bisschen Stein. Da wir in der letzten Folge ja den Zementmischer fertiggestellt haben, haben wir jetzt noch einen höheren Bedarf an dem guten Zeug, als wir es vorher schon hatten. Ja, schauen wir mal. Ich habe jetzt mir überlegt, dass ich heute zwei Folgen aufnehme. Also wir haben immer noch Mittwoch heute. Und die für morgen dann auch mit aufnehme, damit ich, sollte das mit dem Strom erst heute Abend was werden, dann morgen Vormittag in Ruhe meinen Umzug dann durchführen kann. Weil im Moment sieht es tatsächlich danach aus, dass ich da schon mal einen kleinen Sicherheitspuffer habe. Nicht, dass ich dann deswegen morgen keine Folge aufnehmen kann, das wäre dann ziemlich doof. Das ist halt immer das Risiko, wenn man die Dinger tagaktuell aufnimmt. Ja, aber ich mache es im Moment bei diesem Spiel tatsächlich zum einen aus dem Grund, dass ich im Moment nicht die Kapazität habe, hier nochmal 4, 5 Stunden am Stück aufzunehmen. Und zum anderen, ich warte hier halt auf ein neues Update, weil der Entwickler ist ja da relativ zügig eigentlich immer gewesen und hatte in regelmäßigen kurzen Zeitabständen neue Sachen eröffnet bzw. rausgehauen. Das hatte in der Vergangenheit eigentlich immer ganz gut gepasst, wenn ich das eine Content, was reingekommen ist, soweit fertig hatte, kam dann Neues dazu. Ja, und deswegen gucken wir mal, vielleicht haben wir ja Glück und irgendwo in den nächsten 2, 3 Tagen kommt was Neues dazu. Jetzt ist mir schon wieder ein Leben durch die Lappen gegangen. Ich verstehe das nicht. Immer zu. Der sitzt bestimmt. Ich mache jetzt mal gerade was. Ich will das nämlich mal wissen, ob da wirklich immer nur neun rauskommen oder ob ich einfach nur zu blöd zum Gucken bin. Ich bin zu blöd zum Gucken. So. So, das war jetzt nur einmal, um zu gucken, um zu beweisen, dass ich zu blöd zum Gucken bin. So, und dann gehen wir weiter hier rüber. Hier dürfen wir auch noch mal ein Steinchen hacken. Steine, Steine, Steine. Ja, und dann gucken wir gleich mal. Also Plan für heute ist es auf jeden Fall, die Windturbinen und den Ölsauger fertig zu kriegen. Dafür fehlt uns halt noch eine Menge Eisen, deswegen bin ich jetzt los und habe schon mal wieder Steine besorgt, dass wir die Eisenproduktion da aufrechterhalten können. Und dann hoffe ich, dass im Laufe der Folge der See wieder auftaut, dass wir da die Möglichkeit haben, noch ein bisschen Fisch zu besorgen für für den Biotreibstoff. Da hätte ich nämlich letztes Mal ein bisschen mehr von holen sollen. Das hat für den Winter jetzt nicht so ganz gereicht. Aber ist nicht schlimm. Man lernt ja aus seinen Fehlern. Bisher hatte ich ja nie so viele Mineralienextraktoren auf einmal am Laufen. Den Livestream haben wir ja von Fortschritt her mittlerweile schon wieder überholt. Das heißt, da weiß ich das dann schon mal und werde den Fehler dann hoffentlich nicht nochmal machen. So, gucken wir mal. Hier geht's weiter. Ja, und übrigens zum Livestream, ne, ich mache ja immer hier auf Twitch, dienstags 20 Uhr aktuell Subsistence. Da hatte ich jetzt letzte Woche schon oder vorletzte Woche, ich glaube letzte Woche mit angefangen. Und da war ja das Problem, dass ja, meine Internetleitung halt nicht mitgespielt hat. Deswegen musste ich das ja leider Gottes mittendrin abbrechen. Ja, wenn ich jetzt tatsächlich morgen oder heute wieder ins Büro zurück kann, sollte das Problem mit dem Internet ja nicht sein, weil da funktioniert eigentlich alles. Und dann wird es Freitag halt ganz normal mit den Livestreams wieder weitergehen, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Die zwei Eisenbarren, jetzt muss ich kurz überlegen, die kommen hier draußen rein. Eins, zwei, da fehlt jetzt noch einer. Was fehlt uns wertetechnisch? Er möchte was trinken. Soll er kriegen, kein Problem. Und dann brauchen wir noch ein paar Steine. Weil ich denke mal, unser erstes Zement wird jetzt fertig sein. Herstellen. Sehr gut. Können wir das auch am Laufen halten hier? Jawohl. Gucken wir mal, wo wir das verbauen können. Bin mir nämlich gerade gar nicht so sicher. 10 Zement. Ich tausche das mal gerade gegen die Axt. Oder gegen die Fackel. So. 15 Zement für ein Fundament, 6 Zement für eine Treppe und 6 Zement für eine Decke. Ja. Womit fangen wir denn mal an? Für einen Zaun. 12. Oh, die sind teuer. Gut, also vom Plan her. Ich glaube, als erstes würde ich
tatsächlich die Schwarmbase machen wollen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier noch gar nichts mit dem Zement. Upp. Da bist du ja. Sondern sammeln erstmal noch ein bisschen und machen das dann in naher Zukunft. See? Noch gefroren. Schade. Schade, schade, schade. Wildes Gemüse. Das ziehen wir uns direkt rein. Ab in den Kopf damit. So, die gute Nachricht ist, wenn wir die ersten 5 Windturbinen stehen haben, dann können wir zum Beispiel auch solche Sachen machen wie, also vernünftig jonglieren, weil damit können wir wirklich alles betreiben. Und solche Sachen wie zum Beispiel das Wasserhaus oder auch diese Ölraffinerie, die müssen ja nicht permanent laufen. Ja, wobei doch das Ölding würde ich schon so lange, wie es irgendwie geht, laufen lassen wollen. Aber das Wasserhaus, Zementmischer und so weiter, die müssen ja nur dann laufen, wenn ich sie wirklich brauche. Das heißt also, sobald wir die ersten, ich sag jetzt mal, 6 Dinger stehen haben, sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. So, da machen wir nochmal Sand von. Der kommt wieder zurück. Ich sehe gerade, wir müssten nochmal Lehm auffüllen. Machen wir gleich. Ah, die Dinger haben wir auch noch auf dem Schirm. Oder hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm? Ja, wir müssen eine Menge Lehm holen. Ich glaube, wir gehen jetzt gleich nochmal los und besorgen nochmal eine ordentliche Rutsche. Aber erst machen wir hier weiter. Halt, hier gibt es noch was. Wollen ja alles verbauen, ne? Also, zack. Zack. Vorbei wieder. Vorbei wieder. Du hier hin. Du hier hin. Ich schmeiß den einen schon mal rein. Der dümpelt da die ganze Zeit schon rum. Dann kann der schon mal weiterarbeiten. Die brauchen jetzt noch einen Moment. Das heißt, ja. Das heißt, dass wir jetzt schon mal wieder loslaufen. Die Turbine kriegen wir fertig. Sehr gut. Das ist schon mal die dritte. Ich stelle die einfach willkürlich aufs Dach. Da sind sie aus dem Weg. So, und dann ging es hier jetzt weiter. Da brauchten wir jetzt noch 2 Alus und nochmal 4 Eisen. Ich überhitze, weil es zu warm ist. Okay, dann kann ich jetzt den Krempel definitiv ausziehen. Den nicht, aber den. Zack, zack. Mütze ziehen wir wieder an. Und dann fällt mir bei dieser Gelegenheit gerade noch ein. Ich habe ja jetzt tatsächlich nur nach diesem Bergbauhelm geguckt. Aber vielleicht gibt es ja hier, was brauchen wir denn dafür? Da brauchen wir nämlich nur 4 Kevlar, 4 Tuch für. Und ich glaube, das kriegen wir hin. 4 Kevlar. 1, 2, 3 und 4. Dann bauen wir uns noch ein paar Schuhe. Weiß nicht genau, was die Werte technisch so bringen. Wir werden in der Werkbank gebaut, oder was? Ei. So, die Stiefel habe ich schon direkt angezogen. Die geben plus 2 Hitze und plus 6 Schutz. Also die würde ich alleine aus Schutzgründen doch anziehen. Beziehungsweise anlassen wirklich das ganze Jahr. Was mich aber tatsächlich jetzt auch noch interessiert, wäre ein T-Shirt. Und zwar viermal Tuch, das kriegen wir hin. Und da fehlt wieder Kevlar. Also holen wir nochmal viermal Tuch. Haben wir nicht mehr. Nur noch zweimal. Was brauchten wir für Tuch? Tuch haben wir nämlich auch noch nie hergestellt, glaube ich. Und wenn, dann nicht viel. Geht in Masse. Und zwar mit 25 Rindenmulch, 15 Pflanzenfasern. Das wäre ja gelacht, wenn wir das nicht hinbekämen. Er will nicht. So, jetzt. Und was waren das? 15? Jetzt wäre natürlich noch die große Frage wahrscheinlich. Nee, Quatsch, das ist gar keine Frage. Das kann von der Logik her schon nur hier sein. Jetzt haben wir genug Tuch. Dann gehen wir wieder hier hin. Hauen die 4 rüber und kriegen noch das Kühlshirt. Das hat er an, gibt auch nochmal einen Schutz. Hitze ist auf minus 9, Körpertemperatur sinkt. Jetzt mache ich mich mit meinem T-Shirt kalt. Bin mir nicht sicher, ob das Sinn der Sache ist. Und eine normale Hose gibt es ja auch noch, ne? Schutz und Kleidung, Schneehose, Karohose. Die gibt auch nochmal Schutz. Da brauchen wir 6 Tuch nochmal für. 3 Hammer. Dann machen wir doch direkt noch ein Bündel. Was soll denn das? Bestätigen.
Und nochmal 15 habe ich, ohne Probleme. Also, zack. 15 davon und das Zeug, Tuch und 6 waren's. Zack, Cargohose. Macht auch nochmal minus 4 Hitze. Hoffentlich friere ich nicht ein gleich. Geht aber. Gut, und dann fehlt uns nur noch der Beinschutz. Und dann sind diese vier Elemente welche, die wir permanent tragen. Genauso wie nachher der Bergbauhelm. Und die beiden tauschen wir je nach Jahreszeit aus. Das finde ich eigentlich ganz cool. So, dann gucken wir hier nochmal schnell hier durch. Da ist das restliche Alu, was wir brauchen. Für die vierte Windturbine, glaube ich, müsste das schon reichen. Dann fehlt nur noch eine. Dann kommen wir ja gut voran heute. Aber wir müssen, wie gesagt, auf jeden Fall gleich nochmal los und Fisch. Nee. Aber nochmal Steine und Lehm besorgen. So, dann geht es jetzt erst nochmal hier ran. Haben wir alles? Du rüber, du rüber, ihr rüber und dann mit euch auffüllen. Und dann geht es wieder raus zur nächsten Turbine. Das wäre diese hier. Ja, noch zweimal Eisen, zweimal Alu. Das kriegen wir auf jeden Fall gleich hier durch, oder? Ei, Hammer. So, dann brauchen wir nochmal Zement. Boing, fehlt genau einer. So ein Ärger. Legen wir das erstmal wieder rein. Steine können wir wieder wegpacken. Ich muss nochmal Lehm besorgen. Aber erstmal machen wir jetzt so. Und dann möchte ich hier hinten hinrennen und das Fundament in unserer Fallenbase ausbauen. Die Absprungschance ist uninteressant, aber das hier will ich. Bums. Wie sieht das jetzt aus? Geil. Und hat 400 Trefferpunkte. Habt ihr gesehen, Leute? Ich friere. Mega, oder? Ich friere. Ich friere. Ich friere. Ja, jetzt habe ich einen Zementblock da drin stehen. Finde ich gut. Echt, wieso friere ich denn jetzt so derbe? Muss ich mir jetzt echt noch was anziehen, damit mir nicht so kalt wird draußen? Das ist ja Hardcore. Warten wir die gerade noch ab. Wie sieht denn mein Leben aus? Schon wieder 76. Ich bringe mich hier einfach die ganze Zeit selber um. Das ist doch doof. Der Teich ist immer noch nicht fertig. Dann gehen wir gleich Leben holen. Den nehme ich. Machen wir die beiden Alus noch leer, tauschen die Schmiede aus, dann gehen wir nochmal eine Rutsche Lehm holen. Diesmal machen wir den Rucksack voll. Herrlich, guckt es euch an. Was ein Timing. Ja, das war ja nicht so sehr ergiebig. So, also Eisen rein. Zweimal Steine rein. Steine wieder raus. Was mir gerade einfällt, hier wollte ich noch ein Eisen reinpacken, oder? Und dann nochmal zwei Elektrikteile. Die können wir auch noch herstellen. Das ist jetzt nicht das Riesenproblem. Welche Turbine läuft gerade? Die hier, ne? Fehlt jetzt noch ein Eisenbarren. Dann fangen wir mit der nächsten an. Nehmen wir hier wieder die Mitte. Vier Kupfer, vier Kobalt. Schauen wir mal. Ein Kupfer, 1, 2, 3, 4, 4 Kobalt, dann gehen wir gleich. Genau, dann machen wir das nämlich folgendermaßen. Brillante Idee. Ich muss mir noch irgendwas überlegen, was ich hier mit der. Weil das ist echt blöd jetzt hier gerade. Muss ich jetzt die Cargohose gegen die Schneehose austauschen oder wie? Scheint so, weil sonst erfriere ich ja hier. Bietet auch zwei Schutz. Also alles gut. So, jetzt sollte es passen. Stellen wir uns nochmal kurz hier hin, bis das Zeichen weg ist. Ach Leute, ich bin so doof. Na, ist egal, machen wir es gleich. So, das haben wir. Steinspitzhacke. Ein Stock, ein Stein. Dass wir die gleich nachbauen können, nicht lange rumsuchen müssen. Und eine leere Kiste nehmen wir mit. Einmal ausrichten. Kobaltspot ist genau in diese Richtung. Dann laufen wir jetzt und wir nehmen Lehm mit. Alles, was wir unterwegs finden, nehmen wir mit. Wenn wir auf dem Hinweg nicht an irgendwas vorbeikommen, dann machen wir den Rückweg etwas langwieriger.
Das ist alles Stein. Hier ist ein Lehm. Jagt mich jetzt der olle Bär? Nee. Das wäre es ja jetzt auch wieder gewesen. So, gucken wir mal, dass wir ein bisschen Lehm besorgen. Wir müssen den Mischer ja auf Trab halten. Und wenn wir die Steine, also die Base noch auf Stein aufwerten wollen, komplett, brauchen wir ja auch ein bisschen, ne? Rüber, rüber, rüber. Und Himmelsrichtung passt noch. Weiter geht's. Ach, guck mal, da ist direkt noch einer. Wir nehmen ganz viel Lehm mit. Wir brauchen so viel Lehm. Wir farmen jetzt Lehm, 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 Lehm. Dann bin ich ja mal gespannt, was wir gleich aus der Kupferkiste da hinten kriegen. Ob wir das Ding nochmal umstellen müssen. Das waren wieder 10. Sehr gut. So. Das ist Stein. Hier ist doch Lehm. Fast übersehen wegen der gelben Blume. Jetzt ist sie kaputt. Vorsorglich, wie ich bin. Ne? Man lernt ja aus seinen Fehlern. Zack. So. Hammer. Das Ärgerliche ist jetzt natürlich nur dadurch, dass ich jetzt die Base nicht massiv vergrößert habe. Jetzt fehlt wieder einer. Wo steckst du? Nicht großartig bewegen. Einfach vorsichtig im Kreis gucken. Da ist er. Die Base nicht großartig jetzt noch erweitere. Jetzt haben wir den Sägetisch fertig und brauchen gar keine Bretter mehr. Total dumm irgendwie. Egal. So, nochmal Lehm. Da vorne ist nochmal Lehm. Und dann gucken wir gleich, ob ich hier vielleicht noch ein Steinchen übersehen habe. Hacken wir das auch noch weg, wenn wir schon mal mit der Kiste hier sind, ne? Macht ja alles Sinn. Passt. Hammer. Rüber, rüber. Und guckt euch an, hier ist alles voller Lehm. Mega cool. Ich sehe nur meinen Dings nicht. Seht ihr den? Ach, da vorne steht er doch. Diesmal habe ich sogar zwei übersehen. Nicht zu weit. Das ist ein kleiner Stein. Einer fehlt noch. Irgendwo hockt er. Wisst ihr was? Ich stelle jetzt die Grafikeinstellungen runter, solange wir Lehm hacken. Das nervt. Wenn jetzt sehe ich ihn, da ist er. Sofort wollte ich sagen. So, dann gehen wir jetzt erstmal zum Kupfergerät. Gucken mal, was da so los ist. Da vorne, oh, guck mal, hier ist alles voll mit Lehm. Das fahren wir jetzt alles ab. Jede einzelne Kiste. Kein Öl mitgenommen. Eidedaus, jo, das hat sich gelohnt. Also hier ist, würde ich tatsächlich so stehen lassen wollen. Mal gleich mal gucken, wie viel wir da wirklich rausbekommen haben an Kupfer im Verhältnis zur Kohle. Also Kupfer-Kohle-Verhältnis, ein bisschen steinlastig, aber ist egal. Das passt. Also da haben wir jetzt reichlich, Leute, reichlich. Z Ach, ich wollte gerade sagen, haben wir da jetzt Zement rausbekommen, aber das hatte ich ja eh in der Tasche. Das auch rüber, das leichte Zeug, das will ich behalten. Das wäre dieses hier. Das ist schwer. Den Rest behalte ich. Gut, dann werden wir jetzt hier noch, bis es ganz dunkel ist, sodass wir gar nichts mehr sehen, werde ich jetzt hier noch weitermachen mit Lehm. Und dann laufen wir gleich zurück. Machen wir einen Dunkelspaziergang, wobei es ist Hordenacht auch, ne? Also sollten wir jetzt doch nicht zu lange hier bleiben. Weil ich denke mal, so ein, zwei Steinchen gehen noch. Einer fehlt noch. Die Fackel habe ich zu Hause gelassen, nicht wahr? Ja, so typisch ich. So, dann hacken wir den noch weg und dann gehen wir nach Hause. Haben wir jetzt ein bisschen was. Da können wir die Schmiede richtig mit am Laufen halten, bis wir alles an Kupfer haben. Zwei Stück. Eins, zwei. Jetzt passt's. Sehr gut. So, dann mal nach Hause ausrichten. So. So passt's. Ei. Und los geht's. Das haben sie auch geändert. Also ganz am Anfang war es so, wenn du die Kiste in der Hand hattest, jetzt gucke ich hier nochmal schnell rein, und du hast dann auf die Karte gedrückt, dann war das Kisten, dieses durchsichtige Geistermodell da von der Kiste, war dann weg. Und dann war die Kiste halt wieder an ihrem Ursprungsort.
Ja, war halt total doof, wenn du dich irgendwo verlaufen hast und du konntest, musstest dir erst eine Ecke suchen, wo du die Kiste abstellen kannst. Oder wenn du halt aus Versehen einfach auf Tab oder so gekommen bist, war eben alles weg. Oh, Bull. Ah, Wolf. Ganz ruhig bleiben in so einer Situation. Weil wenn du deine Kiste verlierst, ist halt auch doof, ne? Kisten verlieren wollen wir nicht. Wir wollen jetzt nach Hause. Hier ist zu Hause, da wo es leuchtet. Dann sammle ich die Extraktoren hier nochmal ein. Und dann wird es auch gleich schon dunkel, glaube ich. Also dunkel ist ja schon, ich meine Schwarmnachtzeit wird es dann. Ist der See immer noch zugefroren? Nickes? Ah, jetzt sind sie beide tot, ne? Mist. Das ist Käse. Wieder meine Ausdauer platt gelaufen. Gucken wir uns die hier noch an. Eine Kohle, sehr gütig. Und noch ein Alu. Sehr gut. So, dann tauschen wir die Schmiede um. Schmeißen nochmal den Zementmischer an. Und dann gehen wir Schwarmnacht machen. Da geht das und das und machen wir mal eine ordentliche Ladung Kupfer, würde ich sagen. Dass wir da jetzt auch wieder genug haben. So, dann glaube ich, fehlte für die eine Turbine hier nur noch ein Eisen. Ei, Hammer. Dann läuft die Turbine auch schon. Was mich gerade interessiert, wie sieht es denn jetzt aus? Wir hatten drei auf dem Dach, ne? 80, nee, der zählt tatsächlich, auch wenn er hier hinten steht. Das ist cool. Also, das scheint schon einen recht großen Radius zu haben, aber ich stelle sie trotzdem auf dem Dach, weil, aufs Dach, weil finde ich coolerer. Finde ich coolerer, wenn die da oben drauf sind. Kohle geht da rein. Zement wollten wir nochmal eine Rutsche machen. Eins und zwei. Kupfer geht wieder raus. Hier ist Zement, Sand, Lehm. Was hat er wertetechnisch? Proteine und Durst. Ein Fleisch zum Aufhängen. Oh, achso, der Schnee ist doch schon die ganze Zeit weg. Da freut er sich darüber, dass der Schnee weg ist. Der See ist aber immer noch eingefroren. Hilft uns also gerade nicht. Bestätigen. Tuch will ich wieder loswerden und den einen Knochen. Ja, komm. Heben wir sie auf. Juti, Pfeile haben wir genug für die Schwarmnacht. Eine Heilbox haben wir. Die läuft noch. Es ist noch. Nee, viel Zeit ist jetzt nicht mehr. Wie sehen die Ziegel? Ach so, da hatte ich gar nicht weitergemacht, ne? Genau, weil mir ja Dings fehlte. Bereiten wir das jetzt vor, bis es da draußen losgeht. Eins und zwei. Zack. Und jetzt laufen wir mal rüber, weil lange kann es jetzt echt nicht mehr dauern. Ist ja schon 23 gewesen. Ali hepp. Bis wir was machen. Wir gehen jetzt pennen, bis er uns aufweckt, weil dann müssen wir nicht warten. Alles andere ist Kokolores. Jetzt hat er uns geweckt. Wie spät ist es eigentlich? Also vor 1 Uhr brauchen wir scheinbar nicht mit den Jungs zu rechnen. Oh, damn, da kommen sie schon. Okay, die Theorie ist gut, aber auch eng. So. Was machst du denn jetzt da oben? Hoffentlich umfallen. Hat geklappt mit Verzögerung. Ah, das war jetzt einfach nur ein Einzelspawn. Wo ist der Schwarm? Hallo, Leute. Gucken, ob wir sie wieder in der Ferne erkennen können. Ich mag jetzt nicht nochmal einen Schnitt hier reinmachen. Kommt schon, Leute. Lasst mich nicht so lange warten. Ich wette, wenn ich jetzt rüberhüpfe, dann stehen sie da. Ich mach's. Hopp, einmal looten. Und wieder zurückhüpfen. Oh. Alter, ich wusste es. Jetzt habe ich mich super erschreckt. Das habt ihr nicht gemerkt, dass meine Maus durch die Gegend geflogen ist, oder? Vorbei.
daneben. Nochmal daneben. Nochmal. Ey, was ist denn los? 4? Nur 4? Das kann nicht sein. Oder doch? Welche Schwarmnacht ist denn das? Die dritte. Müssten eigentlich 5 sein. Oder zählte der erste dann tatsächlich doch? Verrückt wäre das ja. Oh, das haben wir schon mal. Die Melone nehmen wir mit. Na klar. Schön, wie ihr da nebeneinander liegt. Finde ich toll. Ach, es gab wieder Steinpfeile. Da ist das letzte Leben, was wir brauchten. Für den einen Stack finde ich auch gut. Und das Ding esse ich jetzt. Perfekt. Dann haben wir das ja hinter uns gebracht. Und ich brauchte gar nicht schneiden. Alles gut. Finde ich toll. Euer Ernst, Jungs? Bist du Nummer 5? Nummer 5 lebt. Mach jetzt zu die Tür, dass ich gleich noch von hinten überrascht werde hier. Ganzen Barren jetzt aufzuladen ist natürlich nur ein bisschen riskant, aber ist nicht schlimm, was soll's. No risk, no fun, ne? Jetzt wäre der Moment, wie viele Dinger brauchte ich dafür nochmal? Das war Fail, dass wir hier ein bisschen Licht drin haben. 2 Elektrikteile. So, dann gucken wir nochmal. Die habe ich echt noch nicht so oft gebaut. Kupfer, Kobalt, Plastik. Kupfer haben wir. Kobalt haben wir. Plastik haben wir. Verbesserte Werkbank haben wir hier hinten. Ich habe nicht genug Plastik dafür. 1, 2, 3 herstellen. 1, 2, 3 herstellen. So, Elektrikteile. Bums, bums. Wer fehlt jetzt noch? Ein Eisenbarren? Dein Ernst? Gut, aber das kriegen wir ja hin. Das geht recht zügig. Halt anzünden muss ich natürlich noch. Damit es auch brennt. Schön, 8 Steinpfeile in Reserve. Da ist der Lehmbotzen. Genau, das machen wir jetzt gleich noch. Die Trockenziegel fertig machen. Nochmal eine Rutsche. Und die Barren wollte ich noch loswerden. Er hier? Ne, er hier war's. Guck mal, Kupfer ist erledigt. Sehr schön. Können wir restliches Kupfer ins Regal stopfen. Kupfer war hier, glaube ich. Ei. Und dann brauchen wir noch eine Rutsche Lehm. Haben wir auch. Und dann geht's wieder an die Werkbank. 1, 2, zack. 1, 2. So. Machen wir hier weiter. Hier auch noch einen. Hier auch noch einen. Herrlich. Machen wir an dieser Stelle nochmal ein bisschen Werbung. Auf Twitch. Dienstags 20 Uhr, freitags 12 Uhr könnt ihr mich live erleben. Freitags spielen wir aktuell The Infected und dienstags Subsistence. Subsistence fängt quasi nächste Woche Dienstag erst an, die Serie, so nenne ich es jetzt mal. Also wer da Bock drauf hat, ihr seid herzlich willkommen. Den Link zu meinem Twitch-Kanal findet ihr in der Kanalinfo und in meiner Videobeschreibung. So, guck mal, das lief doch super. Schmeißen wir die hier wieder rein. Wie gesagt, sollte einer der Entwickler dieses Video hier gucken, was ich für höchst unwahrscheinlich halte, schon alleine wegen der Sprache, bitte ändert das so schnell wie möglich. Dass man hier auch Alt- und Rechtsklick reinmachen kann. Irgendwo scheine ich 2 Slots frei. Da und da. Sehr schön. So, dann kommst du raus. Machen wir in der nächsten Upgrade-Session die Melonensamen, die Federn raus. Und jetzt sagen wir, dass ihr fertig seid. Sehr gut. Dann machen wir jetzt nochmal eine Rutsche komplett voll mit Steinen. Dass wir hier noch ein bisschen Eisen zusammenkriegen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal pennen. Ein Barren und noch einer. Passt. Ist der See offen? Ich glaube, der See ist offen, Leute. Ei, der See ist offen. Wir gehen jetzt pennen und dann können wir angeln gehen. So, jetzt bist du auch platt. Sehr schön. Hier läuft noch was. Okay, vielleicht gehen wir doch noch nicht pennen. Wo bist du?
Ich sehe dich gar nicht. Hallo? Vielleicht stehst du in mir drin. Ich sehe das schon kommen. Da bist du richtig. Lag die da nicht eben schon? Keine Ahnung. So, dann gehen wir eben jetzt pennen. Auch nicht schlimm. Und dann können wir definitiv Biotreibstoff besorgen. Das ist auch das, was wir heute noch machen werden. Dass wir hier die ganzen Dinger wieder in Gang kriegen. Und dann habe ich euch für heute genug gequält mit der Farmerei. Würde ich mal sagen. Dann können wir es auch gut sein lassen. So, Proteine haben wir. Ein Döschen, noch ein Döschen. Schluck trinken. Alle sind glücklich. Taschen passen soweit auch für den Moment. Das dahin, das dahin. So, und dann geht das hier weiter. Kupfer brauche ich aktuell nicht. Das heißt, ich schmelze jetzt weiterhin. Da habe ich noch einen Eisenbrocken und weiß es gar nicht. Das warten wir jetzt echt kurz noch ab und dann gehen wir fischen. Da werden sie schon fertig, die ersten Sachen. So, damit ist unsere Lampe erledigt. Wir kriegen noch mal drei Eisenbarren, sehr cool. Haben wir auch. Kiste wieder auffüllen. Lampe fertig, Lampe an. Wir produzieren ja reichlich Strom, sollte also kein Thema sein. Dann will ich noch mal, bevor ich das wieder vergesse, den Zementmischer in Gang setzen. Haben wir auch. So, und die nächste Windturbine steht an. Ich vergesse mal, welche das war. Diese hier war's. So, da fehlen jetzt noch 7-mal Alu und 3-mal Eisen. Jetzt wird gefischt. Wir brauchen alles. Wir werden jetzt so viel fischen. Und fangen direkt mit einem Teichthunfisch an. Yippie-yay. Ich würde am liebsten, wenn es hier nachher noch andere Methoden der Fischerei gäbe. Das wäre natürlich auch cool. Ne? Also ich meine, das mit dem Speer ist ja schon eine coole Sache eigentlich. Aber dass man halt einfach so eine Fischreuse oder sowas aufstellen könnte, so eine Falle. Dass man da so ein bisschen, ich sag jetzt mal, passive Essenslösung hat, neben der Gärtnerei. Das wäre doch auch nice. Ich sag mal, in Survival-Spielen so eine Fischreuse in so einer echten Überlebenssituation, wenn ich wirklich irgendwo gefangen wäre, ist ja eh das Erste, was du, glaube ich, machst, eine Wasserquelle suchen. Und wenn es da Fisch gibt, auch irgendwas bauen, damit du Fisch bekommst, weil das ist echt die einfachste Art, Essen zu besorgen. Oh, da geht noch was. Und auch die leckerste. Weil die Alternative, wenn du irgendwo im Urwald oder so unterwegs bist, sind dann wahrscheinlich Käfer und sowas. Klar, die kann man essen. Ist auch okay. Habe ich auch schon gemacht, ganz ehrlich gesagt. Ich habe mal so einen Survival-Kurs mitgemacht. Aber ich sag mal, ich würde es tatsächlich nur dann tun wollen, wenn mein Leben davon abhängt. Weil ist nicht lecker. Und auch nicht so appetitlich. Ich stehe sowieso nicht so drauf, Tiere zu quälen. Ich bin der Typ, der die Spinnen dann einfach aus dem Fenster trägt, als anstatt sie tot zu quetschen. Ja, darum. Wenn es sein muss, bevor ich selber verhungere, töte ich natürlich die Tiere auch. Aber, und ich esse auch Fleisch und so. Ich bin jetzt kein Vegetarier. Aber ich muss es nicht selber machen. Da bin ich. Ja, weiß ich nicht. Bin ich halt so, wie ich bin. So. Schmeißen wir das mal raus. Und das auch. Und das auch. Und das auch. Und dann haben wir. Das schmeiße ich jetzt alles in die Biotreibstoffproduktion. Muss ich auch. Rucksack ist voll. Oh, da können wir locker nochmal so eine Ladung holen gleich. Da haben wir noch was. Da haben wir noch was. Wie lange dauert das eigentlich immer, bis das abgelaufen ist? Eine halbe Stunde. Ja gut, das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Die Kohlebox ist sowas von voll. Eins, zwei, drei. Das ist sehr, sehr gut. Nochmal Eisen. Eins und zwei. Der Zementmischer müsste auch schon durchgelaufen sein. Tauschen wir einmal alles aus und dann springen wir nochmal in den Teich. Sand und
Leben und an. Ich könnte jetzt anfangen, da hinten Zaunelemente aufzuwerten. Mache ich aber jetzt tatsächlich noch nicht, aus dem Grund, weil ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher bin, ob ich das mit dem Fundament so lasse oder ob ich da mehr, ob ich das Feld jetzt ein bisschen größer baue. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. So, wir haben jetzt 4 auf dem Dach, das ist die 5. Also wenn wir dich fertig haben, nee, dich, dann geht es hier tatsächlich weiter, dass wir mit der Ölproduktion anfangen. Muss ich wieder alles andere ausmachen, das heißt, wir werden Zement dann aussetzen, weil Öl sollte eigentlich permanent laufen. Und mit der nächsten Turbine können wir dann das Lämpchen wieder laufen lassen. Guck mal, die sind auch schon fertig. Pass auf, da machen wir jetzt noch die Upgrades und dann beenden wir die Folge für heute. Zack, zack und zack. Fangen wir hier hinten an. Habe ich jetzt echt alles? Jo. 1, 2. Das ist krass. Pro Durchgang 2 Wände, dann ist Ende, ne? Tja, mache ich jetzt so einen Zaun? Ja, mache ich. Wenn es denn geht. Einer. Jo, ging nur der eine. Der hat dann auch 400 Hitpoints. Ist natürlich auch geil. Mal überlegen, wie ich das mache. Ich habe auch schon so eine Konstruktion im Hinterkopf, dass man das vielleicht nachher so macht. Können wir gerade noch mal einmal antesten. Dass ich das so hinstelle, quasi. So nah, wie es irgendwie geht. Überlegt mal, was ich dann für einen Schutzkasten hier stehen habe. Ne? Wenn der jetzt komplett mit diesen Zäunen umringt ist, müsste man halt einfach mal gucken. Von hier oben können mich die Wembys auch definitiv nicht treffen. Das heißt, ich kann auf den Zaunelementen stehen, die von oben abschießen. Das müsste das Ziel ein bisschen vereinfachen. Und sollte mal ein Zaunelement draufgehen, habe ich ja dann immer noch die Option, schnell wieder hier drauf zu hüpfen. Wisst ihr, wie ich meine? Gut, dann wollen wir jetzt zum krönenden Abschluss uns noch von dem einen Wembi hier hinten verabschieden. Und dann würde ich sagen, das Ganze für heute. Super, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.